Bei der heutigen Sendung Viererblock geht es um 600er Nippon Nakeds, also 600er Naked Bikes, und da dürft ihr mit abstimmen. Und es sind mit am Start die Yamaha MT-07, die Honda CB650F, die Suzuki SV650, und da ist schon eine Streitfrage. Ich nehme einfach die Gladius mit dabei, aber einige von euch sagen möglicherweise, Gladius und SV ist zu unterschiedlich. Also im Zweifelsfall geht es um die SV650, aber ich wage mal zu behaupten, wenn jemand eine SV650 gefällt, dem wird auch eine Gladius einigermaßen gefallen. Die zwei sind wirklich eng beisammen, und um die Kawasaki ER6. Und da kommt eine wichtige Frage. Kai Auswahl schreibt, wird es die CB650er Sporttourer geben? Im Moment noch nicht, aber da ist eine echte Marktlücke am Start. Und ich hoffe, da wird Honda mal bei der neuen CB650R, die jetzt an den Start kommt, hoffe ich, dass es einen Sporttourer mal gibt auf der Basis. Die CBR650R ist ja schon ein Supersportler. Also ich glaube, da ist dazwischen noch Platz für ein zusätzliches Motorrad. Dann gibt es noch einen Gladius-Beitrag vom Raimund. Das klicke ich mal an. Habe eine Suzuki Gladius 2010. Richtig Spaß noch immer. Sie hat jetzt 48.000 Kilometer auf dem Tacho und er ist zum Beispiel 1,75 groß. Also ist jetzt auch, wie soll ich sagen, nicht klein. Also 1,75 würde ich jetzt schon als anständigen Burschen bezeichnen. Je größer man dann wird, umso schwieriger wird es wahrscheinlich auf der Gladius dann werden. Ich sage mal so 1,85, 1,90 ist schon ein bisschen mühsam. Aber mit 1,75 fühlt er sich offensichtlich noch wohl und er freut sich noch auf viele leibende Kilometer mit der Maschine. Danke, Raimund, für den Beitrag. Super. Was haben wir noch? Wir haben vorher schon diskutiert kurz, oder ich habe darüber gesprochen, und die Diskussion ist ja auch aufgegriffen worden. Unterschied SV650 Gladius. Ja, darf man die in einen Topf werfen? Wir haben jetzt hier, die User haben da, der Karl oder der Kai hat das schön dargestellt. Diese Maschine hat einmal geheißen SV650. Da gab es die mit runden Rahmen, dann die mit dem eckigen Rahmen. Dann gab es die Gladius und jetzt gibt es wieder die SV650. Ich finde, dieses Zwischending Gladius war nett, von das Motorrad hat alles gepasst. Ich habe es nicht sinnvoll gefunden, dass man den Namen SV650 loslässt. Ich finde, das Original ist die SV. Die Gladius war irgendwie zwischendurch halt ja ein bisschen ein Hoppala von irgendeinem Produktmanager, der halt glaubt hat, er muss einen frischen Namen für ein leibendes Moped erfinden. Aber an und für sich ist das Motorrad seiner Linie treu geblieben. Und ich glaube, das passt, dass wir die jetzt da in einen Topf quasi werfen. Ja. Was haben wir noch für Feedback gekriegt? MT-07. MT-07 ist sicherlich ein Favorit jetzt bei dieser heutigen Viererblock-Sendung, wo ihr den Sieger bestimmt, weil das Motorrad hat sich extrem gut verkauft. Und da hat der Marvin zum Beispiel eingeschickt, 2015 Führerschein gemacht, hat sich sofort nach dem Führerschein ein MT-07 geholt und hat es 15.000 Kilometer bewegt. Er hat ein Problem gehabt mit Tacho, Garantiefall, dass dieser nichts mehr anzeigte. Weitere Ausfälle gab es nicht. Ist so ein typisches Beispiel, so richtig mechanische Schwächen beim Motorrad, das schon am Markt war und das man jetzt schon länger kennt, kennt man eigentlich bei Yamaha selten, aber so Elektronikzeug passiert selbst bei Yamaha immer wieder mal. Und er hat jetzt, das ist interessant, er hat es geschrieben, dass auch immer wieder teure Naked Bikes gefahren ist, und dann hat er aber Sachen getunt. Blinker, Auspuff, Federbein, und das ist natürlich schon ein guter Hinweis und ist auch was, in die Richtung hätte ich es jetzt auch gemacht. Also ich hätte auf alle Fälle auch das Federbein geändert und finde ich gut, dass wir da einer Meinung sind. Und er hat es natürlich schon angesprochen, was die MT-07 ausmacht, er wird wahrscheinlich ein bisschen jüngerer sein. Er hat 2015 einen Führerschein gemacht. Das ist natürlich ein Motorrad, wo ich sage, das ist unter den vier Bikes, ist für mich die MT-07 die coolste, wohingegen die SV650 die leimendste ist. Ich werde euch dann den Unterschied kurz erklären. Die MT-07 hat dann leimenden Sound und hat in der Drehmomentkurve einfach so einen kleinen Buckel drin, dass der Willi halt leibend gelingt. Das ist wahrscheinlich leibend eben für, ja, wie soll ich sagen, wenn man halt gerne ein bisschen ihn raushängen lässt und gerne ein bisschen Schweinerei macht am Motorrad. Wenn man einfach das Geschmeidige mehr schätzt, dann wird man vielleicht von dieser Drehmomentcharakteristik überrascht sein. Am Ende des Tages, wenn man die Stoppuhr rausholt, wenn man jetzt direkt vergleicht eine MT-07 und eine SV650, werden die circa gleich schnell sein. Es fühlt sich aber diese MT-07 stärker an und aggressiver an, einfach weil diese Drehmomentkurve so einen kleinen Buckel drin hat und diese Abstimmung vom Gasgriff einfach mehr auf Coolness und auf auf die Jugend anspricht und deswegen wahrscheinlich die das coolere, frechere Fahrzeug, die SV650, das gediegenere Fahrzeug, was aber in Summe für mich wirklich so ein ganz leimendes Ding ist. Was schauen wir uns noch an für Zuschriften? Ja, ich sag's nochmal ganz kurz, für die, die jetzt erst eingestiegen sind. Bei dieser Sendung
Viererblock, die Sendung, in der ihr den Sieger bestimmt, geht es um 4 600er Nippo Naked Bikes und ihr könnt quasi selbst mitstimmen, indem ihr das passende Smiley auswählt. Ihr seht hier nochmal die Smileys. Entschuldigung. Und könnt quasi einen Sieger bestimmen. Die Leute, die mitmachen, können da quasi mitstimmen, können einen wichtigen Smiley auswählen, können quasi das beste 600er Naked Bike wählen. Können sich da quasi das Richtige aussuchen. Und dann schauen wir mal am Ende, wer die Nase vorne hat oder was die Nase vorne hat. Jetzt schaue ich noch, war das noch ein M07, auch Leihwand, günstig und ein paar Anpassungen, echt schönes Bike. Die Kleine wird ihn nur noch ein paar Jahre begleiten. Man sieht schon, der hat schön aufgebockt auf einen Paddock-Ständer. Schaut wie aus dem Eigebelt aus. Schön gepflegt, schön geputzt. Aber mit der Mara noch viel Freude damit haben. Auch ein M07, super Preis-Leistung, schreibt der Kollege. Ordentlicher Topf, der Sound ist ein Hammer. Stimmt natürlich, dieser Zweizylinder-Sound an der M07 kommt, finde ich, ein bisschen kerniger rüber wie auf der ER6, aber auch wie auf der SV650. Also ich finde, vom Sound-Output ist es echt überraschend, was die hergibt. 75 PS ist das Drehmoment, ist es ein Drehmoment-Monster. Da überdöppelt sie natürlich einfach durch diesen aggressivere Gasgriff-Kennlinie. Tut es immer so, als wäre da etwas mehr da, als wirklich da ist, aber im Sattel fühlt man sich halt einfach richtig flott bewegt und das ist echt eine leibende Geschichte. Marcel Driessen, freut uns, Nils, dass dir die Yamaha, die MT-07 gefällt. Marcel, wie ihr vielleicht wisst, ich habe auch selbst eine, steht einen Stock tiefer, aber natürlich voll aufmagaziniert mit Öhlins Pipapo. Bei mir ist halt auch so ein bisschen eine Ego-Geschichte. Ich habe für mich privat, wenn ich Motorräder kaufe, immer das Ziel, das Zubehör, das draufgeschraubt wird, das Tuning, das draufgeschraubt wird, muss den Fahrzeugpreis immer übersteigen. Das taugt man halt, das Ding da aufrüsten. Manchmal ist es ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Ja, ist halt so mein persönliches Hobby, die Motorräder. Kohle ausgeben dafür ist mein Hobby. Jetzt endlich eine CB650. Kommen wir endlich mal zu Honda, weil die Honda, Schneid Wutz kommt gerade rein. Hallo Schneid, schön, dass du da bist. Die Honda hat ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Liga, in diesem Vierer-Block, den wir uns da jetzt anschauen. Die Honda ist ein Vierzylinder. Und da muss ich sagen, das hat natürlich was für sich. Wenn man es jetzt ganz pragmatisch betrachtet, ganz pragmatisch, wenn man jetzt da die Emotionen weglässt, einfach sagt, dann ist so ein Vierzylinder in dieser Fahrzeugkategorie sicherlich die beste Lösung, weil es von der Fahrbarkeit her immer noch ungeschlagen ist. Also wenn du den Führerschein machst und dann aufsteigst und du machst den Führerschein auf einem Vierzylinder und du fährst mit dieser CB650, dann ist das einfach makellos. Das ist Japanese Engineering Perfektion. Du hast eine Drehfreudigkeit, das hängt extrem präzise am Gas und das ist wunderbar und du denkst einfach, das ist einfach geiles Motorradfahren. Und wenn du dann umsteigst auf einen Einzylinder, auf einen Zweizylinder, kommt dir das möglicherweise ein bisschen ruppig vor und denkst da, hey, wo ist diese Perfektion, diese Finesse? Das ist halt Vierzylinder, das ist Honda und deswegen finde ich auch, dass dieser Vierzylinder perfekt zu Honda passt. Der Nachteil an dieser Geschichte, auch wenn jetzt am Papier diese Fahrzeuge, wenn man die Stoppo auspackt, sich nicht schenken, ist dann so, dass sich die Honda gegenüber der MT-07 nicht so aggressiv, nicht so spritzig, nicht so cool anfühlt. Einfach weil dieser Vierzylindermotor eine glatt gebügeltere Drehmomentkurve hat und auch eine glatt gebügeltere Gasgriff-Kennlinie. Also wie wird dieser Drehmomentwunsch vom Gasgriff runter auf dem Hinterreifen befördert? Ist das quasi eine lineare Geschichte oder ist das so, wenn man am Anfang ans Gas geht, dass das gleich einmal sprunghaft ansteigt? Und diese Charakteristik ist halt bei Honda so gemacht, dass es auch zum Motor passt. Es ist immer präzise, linear, angenehm und es gibt halt Leute, denen gefällt das und gibt halt Leute, denen gefällt das nicht. Und denen das gefällt, die wählen jetzt quasi aus das richtige Smiley für die CB650 und haben das richtige Smiley hier bei Facebook unten drunter und können so ihre Meinung mit dazugeben. Martin Dronhofer schreibt, der Tacho der CB bis 2017 ist nicht seins. Ja, diese Tacho-Geschichten bei diesen günstigeren Motorrädern, also günstig muss man eh aufpassen, das ist ja Wahnsinn, was die alle kosten, die Dinger. Wenn man dann im Vergleich dazu natürlich die geilen DFT-Displays der großen Power-Nakeds oder der Supersportler anschaut, schauen die halt alle immer ein bisschen sparefondsmäßig aus. In Summe, im direkten Vergleich, muss ich sagen, die schenken sich da alle nichts. Also ich wage mal zu behaupten, dass der Unterschied dieser vier Motorräder tatsächlich die Motorcharakteristik ist und vielleicht ein bisschen so diese Ergonomie vom persönlichen Empfinden. Und deswegen brauchen wir unbedingt die Sendung, dass wir gemeinsam draufkommen, für wen passt welches Bike am besten, weil ich mir da echt schwer tue, dass ich, wem ich da jetzt was empfehle, weil die so dicht beisammen sind. Aber ich glaube, wir haben jetzt die Suzuki Gladius, die Honda und die MT-07 schon mal einigermaßen nett beschrieben. Und ich gehe jetzt wieder zurück
auf die Facebook-Seite zu den Zuschriften der Leute und schauen wir uns an, was wir da noch Feedback bekommen haben. Die Andrea Weiler mag es gern kernig, dann wird wahrscheinlich ein Zweizylinder für dich die geilere, ja, die geilere Wahl sein. Markus Richter, was hat er geschrieben? Er fährt hier eine 650er, rot, schönes Design, alles Paletti. Er ist grundsätzlich zufrieden mit dem Einsteigerbike seit August 2017. Grundsolides Gefühl, das ist es wahrscheinlich, was Honda auch machen möchte. 1,95 hat er drauf am besten Platz gefunden, Weltklasse. Genau deswegen mache ich die Sendung. Ich bin 1,85, andere sind 1,75, 1,60 manche. Jetzt wissen wir, der Kollege hat alle probiert, der Kollege ist alle gefahren und der hat tatsächlich auf der Vierzylinder, auf der 650er von Honda am besten Platz gefunden. Außerdem wollte er einen Vierzylinder, ich habe es vorhin schon angesprochen, der auch im unteren Drehzahlbereich gut zu fahren ist. Ja, natürlich einige sagen, Alter, die ER6 fährt auch schön im unteren Drehzahlbereich. Keine Frage. Aber wenn du es im direkten Vergleich fährst, kommst du dann doch immer drauf, das letzte Quäntchen an Perfektion hat halt der Vierzylinder. Und das ist dann das, was andere sagen, das fehlt das Charisma. Andere sagen, nein, das ist einfach klinische Perfektion. Ist großartig. Okay, was haben wir noch? Ortsumgang Spaß haben will, fährt man im zweiten und dritten Gang raus. 93 PS ist doch ein Unterschied zu den klassenüblichen 70 PS. Das ist natürlich jetzt genau die Geschichte. Die Honda hat am Papier und in der Praxis mit dem Vierzylindermotor mehr Leistung. Trotzdem wage ich zu behaupten, dass das Villisieren mit einer MT-07 mit dem aggressiveren Drehmomentverlauf einfacher gelingt. Für die jungen Zuseher und für die jungen Zuseherinnen, wo das ein Kriterium ist. Serienbereifung ist eher so, naja, muss ich auch sagen, leider, dass das klassenüblich ist bei Mittelklasse Naked Bikes, wobei die Motoren ja auch alle schon einen anständigen Preis halt aufrufen. Dass da halt teilweise gespart wird von den Herstellern, dass dann nicht so leibend die Reifen drauf montiert werden. Es ist immer eine gute Wahl, dann beim Reifenwechsel einfach auf das absolute Premiumprodukt zu wechseln und dann nicht irgendeine Wahl umzulassen, wo der Hersteller 3,20 Euro bei Bridgestone Dunlop oder was immer eingespart hat. Geht mir immer ein bisschen auf die Nerven. Solides, zahmes Motorrad, was aber ab 7000 Umdrehungen auch mal frech werden kann und preislich und leistungstechnisch irgendwo zwischen Einstiegs- und Mittelklasse liegt. Markus, ich hätte es nicht besser sagen können. Danke für deinen leibenden Input, den du da gemacht hast. Ich glaube, da haben wir echt einiges mitnehmen können aus dem Posting. 1,95 hat gepasst, schöne Spitzenleistung. Unten raus hat es sich seiner Ansicht nach und finde ich auch so zahmer angefühlt. Und ich kann sagen, im direkten Vergleich fühlt er sich zahmer an wie die Zweizylinder. Oben raus nachher crasht es aber ein bisschen energischer und das passt dann beim Beschleunigungsverhalten. Am Ende des Tages werden sich die nicht schenken, wird der Fahrer oder die Fahrerin den Unterschied ausmachen. Matthias schreibt es gerade bei den Kommentaren rechts, ja, für ihn war sie zu klein, unterschiedlich können die Geschmäcker sein. MT-07 Baujahr 2016, schauen wir uns mal an, was da der Kollege schreibt. Rost an Schwinge wurde von Yamaha getauscht, Lenkeraufnahme ist original so weich, dass man ohne Abhilfe kein Vertrauen zum Vorderlaufbahn kann. Ich weiß nicht, was er jetzt meint mit Lenkeraufnahme, ich glaube, er meint eher, dass die Gabel, dass ihm die zu weich ist. Achsenmutter wurde auch von Yamaha getauscht. Federbein war ständig überfordert, Abhilfe schaffte Ölins. Also Martin hat mit dem Fahrwerk offensichtlich, wie soll ich sagen, Probleme gehabt. Es ist sicher so, dass, wenn ich jetzt die Fahrwerke vergleiche im Test, würde ich sagen, dass wenn man dann fährt und der Motor der Yamaha verleitet halt einfach zum kernigen, zum sportlichen Fahren, kommt man dann wahrscheinlich bei der Yamaha am frühesten auf den Punkt, wo man sagt, nein, ich bin nicht zufrieden. Eine SV650 zum Beispiel, auch die ER6, ist so, dass das Fahrwerk von der Qualität her ein bisschen eine höhere Güte hat, einfach um die Nuance, dass ich sage, ich kann eine Saison länger fahren, bis ich drauf komme. Na, das ist jetzt nicht so kernig, aber gerade die MT-07 ist einfach die Balance zwischen dem, was kann der Motor und was hält, verträgt das Chassis. Da ist einfach ein Gap dazwischen, wo man dann, wenn man fährt damit, irgendwann drauf kommt, ah, das ist mir ein bisschen zu soft und das ist mir zu wenig präzise, mir fehlt das Vertrauen. Boah, der hat aber ordentliches Feedback gegeben, zu guter Letzt wurde noch bei 8000 Kilometer Steuerkettenspanner getauscht. Also Martin war... hat offensichtlich einige Herausforderungen gehabt mit seiner Maschine. Für mich ungewohnt, bei allen vier Bikes sind vier Japaner, kennen das nicht so, dass da Herausforderungen zu haben sind. Und sein Tipp, was er noch gibt bei den Reifen, M7 RR von Metzeler, ist natürlich ein gewaltiger Tipp. Er meint, solange es nicht unter 20 Grad hat, es muss jetzt ein bisschen relativieren, ich glaube, es ist kein Problem, wenn es kühl ist, aber du brauchst halt bei so einem sportlichen Reifen wie bei dem Metzeler einfach ein bisschen Aufwärmzeit, anders wie beim Tourenreifen, also wenn du den warm fährst, dann wird auch der Metzeler bei tiefen Temperaturen gut funktionieren, aber er braucht halt Aufwärmzeit und ist halt dann ein bisschen diffiziler wie ein Touring neu.
So, schauen wir weiter. Enrico Palazzo meint auch, dass bei der neuen SV die Originalbereifung Katastrophe war. Zum Glück ist das geändert worden. Ja, Julius Schleifer kommt zu spät. Ja, da hast du recht, Julius, da bist du zu spät dran. Noch ein MT07. Wenn es erlaubt, ich würde jetzt dann kurz einmal zu ER6 weiter switchen. Und wenn es kurz erlaubt, switche ich aber mal zurück zur Startseite. Wir haben hier quasi eine interaktive Sendung, wo ich eure Mithilfe brauche. Wir haben vorher eingesammelt auf Facebook Feedback zu den Fahrzeugen. Das kommentiere ich jetzt ein bisschen. Wir haben dann jetzt hier in dem Livestream, hier auf Facebook, die Möglichkeit, dass ihr eure Stimme angibt, mit Herzen, mit Smileys, für euer bestes Motorrad, dass wir am Schluss auch eine richtige Wertung zustande bringen. Also hier, gebt eure Stimme ab, schaut euch an, welches Fahrzeug kriegt welches Smiley, haut mal das richtige Smiley drunter. Und ich versuche das ein bisschen alles zusammenzusortieren und am Schluss von der Sendung schauen wir uns dann auch noch im Marktplatz an, wie die Preise gerade ausschauen für die Motorräder, wie die, ja, wie es bei Leistungsverhältnis auch einfach ist. Auf das gehe ich dann noch ein. Und jetzt gehe ich zurück zum Leserpost. Leserpost. Bin zwei Jahre die ER6 eingefahren, bis 2015. Sehr einfach zu fahren, homogener Durchzug, ohne große Änderungen, coole moderne Optik, bla bla bla. Für Einsteiger sicher interessant. Man sollte nicht zu groß sein, ab 1,85 wird es eng. Technische Probleme gar keine. Sicherlich auch ein typisches Posting zu der ER6N. Ich muss sagen, die ER6N für mich der einfachste und was Universaltipp unter den ganzen Motorrädern. Wenn ich jetzt nochmal darauf drücke, auf diese Startseite und mir alle Motorräder nochmal rannehme, jetzt haben wir alle schon mal kurz im Bild gehabt, ich würde sagen, die MT07 ist die coolste, kommt über die Optik und über die Motorcharakteristik. Die SV650 ist die leibendste. Was heißt leibend in diesem Zusammenhang? Es ist, glaube ich, dieses Wort leibend ist für dieses Motorrad erfunden worden, weil das so leibend ist. Also ich versuche es jetzt zu erklären. Was ist leibend? Der Motor ist kräftig, überfordert nicht. Er ist angenehm zu dosieren, ist aber nicht langweilig. Er ist einfach ein leibender Motor und dadurch ist dieser SV650 ein leibendes Motorrad. Und ich muss sagen, für erfahrene Motorradpiloten wird am Ende des Tages tatsächlich die SV650 wahrscheinlich das leibendste Motorrad sein. Ich will jetzt gar nicht sagen, das Beste, das leibendste Motorrad sein. Und selbst ich, wenn ich jetzt eine SV650 fahre, habe ich damit länger Freude ohne Tuningmaßnahmen als zum Beispiel eine MT07. Trotzdem für mich die MT07 das coolere Fahrzeug. CB650F, pragmatisch betrachtet, das beste Fahrzeug. Warum das beste ist, funktioniert alles, wenn man jetzt den Rechenstift rausholt und die Messgeräte rausholt, wird es in den Messergebnissen die besten Ergebnisse abliefern, leistungsmäßig, durchzugmäßig. Ja, so ist es. Ist pragmatisch betrachtet. Am Ende des Tages ist sie, finde ich, optisch, soundmäßig, Motorcharakteristikmäßig nicht so cool wie die MT07. Sie versprüht nicht diese lockere, lässige, unbeschwerte Leichtigkeit wie eine Gladius und wie eine SV650. Und jetzt, wenn sich die ER6 da einreiht, muss ich sagen, die vereint für mich am besten, das Beste aus zwei Welten. Sie kommt als Zweizylinder, finde ich, am nächsten an die Vierzylinder ran. Und ist dadurch für mich der universellste Tipp. Also wenn ich jemanden überhaupt nicht kenne, würde ich am ehesten die ER6 vorschlagen aus diesen Vieren. Und so jetzt mein Resümee, das ich jetzt da einfach bewusst schon vorziehen möchte, dass vielleicht die anderen Sachen, die ich jetzt noch sage, vielleicht auch besser einsortieren könnt. Peter Kissinger schreibt, SV Gladius war mir mit 1,75 leider zu knapp, habe sie nach 21.000 Kilometer für eine kleinere V-Strom-Inzahlung gegeben. Ist natürlich ein typischer Upgrade von einer SV650 zu einer V-Strom. Gleich leibender Motor, aber mehr Platz und mehr Fahrkomfort, mehr Nutzen. Am Ende des Tages, ja, sind diese Naked Bikes natürlich jetzt nicht die ganz großen praktischen Dinge, aber sie sind halt einfach lässiger und cooler als die etwas, ja, richtig sexy sind die Reise-Enduros, die meisten nicht. Ja. Endlich mal live dabei, Mike. Schön, dass du da bist. Hallo. So, jetzt schaue ich dann nochmal zurück zur Fanpost. Also es war keine Fanpost, sondern Leserzuschriften. CB650. Oh, das ist interessant, der ist umgestiegen. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Christoph Mutrak. Habe meiner Freundin CB650 gekauft als Einsteigerbike, als Ersatz für eine ER6. Mit der Honda kommt sie besser zurecht. Das straffere Fahrwerk schafft mir Vertrauen. Seitige Vierzylinder ist einfacher zu fahren. Haben wir vorher schon gesprochen. Es ist tatsächlich dieser ER6 Zweizylinder. Da denke ich mir, Alter, das ist wahnsinnig leibend und unglaublich einfach zu dosieren. Trotzdem, danke für die wertvolle Zuschrift. Es gibt Leute, die sagen, ein Vierzylinder ist halt noch leichter. Und warum soll ich da ein Hauch von Unsicherheit im Fahren drinnen lassen, wenn ich auf der anderen Seite ein makelloses Aggregat habe von Honda, wo eben dieser letzte Hauch an Unsicherheit draußen ist und ich mich wirklich auf die Linie konzentrieren kann, aufs Bremsen, auf die Blicktechnik. Und das ist einfach
das Schöne, dass es da jetzt von den Japanern so eine gewaltige Auswahl gibt. Harte Lastwerke unter dem Drehzahlbereich machen manchmal bei unserem Exemplar und der Erstbereifung Probleme. Also das kommt mir jetzt komisch vor. Also gerade die Honda, das kommt mir komisch vor, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es ein Gebrauchtkauf war, ob da vielleicht das Spiel im Gasgriff nicht die richtige Einstellung ist. Aber dass eine CB650 harte Lastwechsel hast, das kommt mir komisch vor, muss ich jetzt gestehen. Honda kann man nie das verkehrt machen, meint Matthias, rausfahren, raufsetzen, losfahren, Spaß haben, herrlich. Schauen wir weiter, was haben wir noch gekriegt. Warum eine Kawa ER6N? Sollte doch eine Z650 sein. Matthias hat hier das Posting abgesetzt. Ich muss sagen, es ist eine Gebrauchtmotorradsendung. Natürlich ist eine Z650 vom Charakter her ähnlich, vergleichbar, aber wir schauen uns dann ja auch die Preise an zu den Dingen und ich stehe halt drauf, dass wir da am Gebrauchtmarkt eine schöne Auswahl haben und zu einem überschaubaren Tarif richtig leimende Motoren kriegen und nicht immer nur die neuen Dinge um 10.000, nachher halt schauen wir uns Dinge an, wo man um 3.000, 4.000, 5.000 Euro Weltklasse Motoren kriegt. Oh, Rennstreckenpilot, Weltklasse. Zur S650 kann man eigentlich nur sagen, Wahnsinns-Moped für den Preis. Preis-Leistung stimmt hier komplett. V2-Motor zieht super, richtig. Läuft in Uhrwerk, wendig, leicht, easy. Richtig, ist aber ein richtig vernünftiges Motorrad. Ganz toll. Optisch gefällt mir der ursprüngliche Design. Mit Rundscheinwerfer verbessern. Marcelle, sehe ich wie du, ist natürlich das Original. Die erste SV und jetzt die letzte. Finde ich am leibendsten. Und das, was dazwischen war, naja, auch okay, aber nicht ganz so leibend. Und das finde ich jetzt auch eine gute Erkenntnis. Diese SV650 ist vom Chassis her, glaube ich, das beste Fahrzeug in der Runde und deswegen auch das, wo ich beim Track Day dann einfach eine Saison später erst ins Fahrwerk investieren muss. Und je erfahrener die Piloten sind, je mehr sie hohe Ansprüche an die Güte des Fahrwerks stellen, umso eher müssten sie zu einer SV650 greifen. Irgendwie hat Suzuki das gut hingekriegt, dass sie das einfach gut balanciert hinstellen. Ja, habe ich ja vorher schon erwähnt. Aber danke, dass man der Marcel da quasi noch den Beweis hier herliefert mit seinen leimenden Track Day-Fotos. Super! MT-07, mehr als zufrieden. Der Motor ist unglaublich, meiner Meinung nach einiges besser als der von der CB650. Ihr seht schon wieder, Geschmäcker sind verschieden. Micha dürfte ein junger Bursch sein, der findet das toll. CB650 hat er als Fahrschulmoped, aber hat ihm nicht so vom Hocker gehauen, offensichtlich. Und der MT-07 taugt ihm mehr. Ergonomie und das Handling sind super. Das Einzige, was machen sollte, ist das Fahrwerk und der Auspuff. Liest man jetzt schon öfters, ist halt so, wie es ist. Man kann sich relativ einfach aus seinen Vorstellungen umbauen. Mit einem anderen Auspuff hat so eine MT-07 einen echt leimenden Sound, muss ich sagen. Richtig kernig. Ich habe zum Glück für meine MT-07 sowohl einen Zart als auch einen Akrapovic. Da habe ich immer die Wahl und kann man das richtig dann einrichten. Was haben wir noch? Suzuki Gladius, voll auf zufrieden. Vor allem als Erstmotorrad. Sehr gut. MT-07 Gladius. SV650. Ich suche jetzt noch, vielleicht finde ich noch eine ER6. ER6N, da kannst du bestimmt eine Menge zu erzählen. Achso, da. Erwähnt er jemanden was zum Schmunzeln? Okay, 10.000 Kilometer da drauf. Dann nehme ich noch die ER6N ins Bild und dann wechsle ich zum Marktplatz rüber. Etliche Kilometer damit zurückgelegt, sowohl in der Stadt als auch bei den Ausfahrten. Das ist jetzt quasi, was ist das für ein Modell? Ja, 08 steht dabei. Mein Bike für jeden Tag. Ja. Er sagt, das ist halt wirklich so ein treuer Alltagsbegleiter und da tut es nicht so weh, wenn die Maschine in Wien umgeworfen wird. Ja, ich meine, mir tut es immer weh, aber hat er natürlich schon recht, das Motorrad als Naked Bike ist natürlich hart im Nehmen, wenn die umfliegt, von irgendwem achtlos niedergerammt wird beim Parken, dann ist da meist nur irgendein Hebel verbogen und ansonsten nicht viel kaputt. Die Federung ist sehr hart eingestellt. Das ist jetzt schon wieder die andere Geschichte. Das ist im Vergleich zu MT-07 recht, das ist der Fahrkomfort, hat er recht, der Fahrkomfort ist hier nicht so leibend wie an der MT-07. Dafür hast du halt da ein bisschen ein besseres Gefühl für die Front mit dem Serienfahrwerk. Richtig gut, also richtig geile Fahrwerke sind das alles nicht. Aber ihr seht schon von der Grundcharakteristik her, anhand der Zuschriften, können wir da schon ein bisschen was ablesen. Okay, was haben wir noch? Das ist noch ein CB650F-Pilot. Seine Einfachheit. Ja? Hat er, Simon, du hättest Motorradjournalist werden können. Das schaut wirklich wunderschön aus. Ist es die B111 dazwischen Berchtesgaden und Salzburg, ich glaube, oder? War nicht B111, Blödsinn. Aber das ist diese, helft zwar, vielleicht weiß jemand, ganz eine wunderschöne Straße im Berchtesgadener Land an der Grenze zu Österreich. 100 CB650 2014.
lässt sich problemlos selbst der Start im sechsten Gang bewegen. Die Ergonomie ist für mich für ein 79 ideal, macht alles mit von der Hausstrecke bis zum Mehrtagestour. Recht hohe Gewicht, ist natürlich schwerer ein Vierzylinder als ein Zweizylinder, keine Frage. Und das ist auch so jetzt schon ein Unterschied, dass die Motorräder ausmacht. Dieses einfache, verspielte vermittelt diese CB650 wahrscheinlich nicht so gut wie eine ER6, eine SV oder MT07, die auch von den rotierenden Massen her geringere rotierende Massen haben, eine kompaktere Kurbelwelle haben und dadurch wirken die Zweizylinder agiler im Scheitel und in den Wechselkurven als eine Vierzylinder Honda, muss man so sagen. Ja. Mike Fasal schreibt gerade, dass er mir nur zustimmen kann, dass die MT07 mit Zahlauspuff super klingt. Das glaube ich. Was haben wir da für einen leibenden Typen? Bist deppert, alle Herz drauf. David? Halt. Jetzt frisst mich gleich der Neid. Ich muss sagen, so ein Willi würde ich auch gerne mal können. Seien wir zusammen. MT07 Motocage, geil! 40.000 Kilometer zu. Echt mächtig. Und man kann sich besser beschreiben. Burschen, wenn ihr solche Sachen vorhabt, ein bisschen depperte Geschichten am Parkplatz, dann ist natürlich die MT07 eure erste Wahl. Und der David zeigt natürlich vor, wie es richtig geht. Aber David, Alter, nimm das Stiefel. Bitte, ich weiß, von was ich rede. Ich habe jetzt schon wieder einen Monat einen geschwollenen Knöchel, weil ich bei der letzten Ausfahrt die Hipster-Bock angezogen habe, bei der Triumph und nicht die richtigen Leinwand-Enduro-Stiefeln. Und wenn er die drauf fliegt, Knöchel ist echt die Meimer. Ich weiß, es ist ein bisschen so papamäßig, aber glaub mir, das Knöchelschutz ist unglaublich wichtig. Ja, ich glaube, jetzt haben wir da. Schauen wir uns das noch an, was die Kollegen noch geschrieben haben. Handling ist spitze. Okay. MT07. Also, ich glaube, von den Zuschriften her ist die MT07 echt ganz weit vorne. Oh, da hat einer schon getuned. Das muss man sich mal anschauen. Super Preis-Leistung, toller Motor bei der MT07, bei MB Bike Performance leicht modifiziert, Gabelumbau mit Open Cartridge Kit, Öl ins Federbein, bis der David anrauchen, der Haberer. Günther, du hast eine echte Raketen, dann noch M7, ja, Karpovic Auspuff. Also das ist eine Maschine, so aufmagaziniert, muss man sagen, die kann mit den Großen mithalten. Gutes Fahrwerk, guter Motor, bist mit der so schnell unterwegs und auch sicherer. Das ist das, was man oft vergisst. Wenn man vom Tuning spricht, glauben die Leute, es ist nur für die Andrücker. Nein, wenn man ein präzises und gutes Fahrwerk drinnen hat, ist in der Bremszone stabiler, in einer Notbremsung stabiler. Deswegen so Tuning-Geschichten durchaus auch eine vernünftige Sache, wenn man gar nicht vorhat, jetzt große Rennstreckenrekorde zu erzielen. Investitionen in hochwertiges Fahrwerk ist auch immer gut für die Sicherheit. So, meine Lieben, ich würde jetzt rüber switchen in den Marktplatz. Wo bin ich da? Weil, dann schauen wir uns die Preise noch gemeinsam an. Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen, also ich war erledigt, ich war krank in den Ferien, wie immer. Na, eins muss ich jetzt schon noch machen. Ich muss noch mal kurz am Schluss noch ein paar Stimmen einfordern. Viererblock, die Sendung, in der ihr den Sieger bestimmt. Heute geht es um 600er Naked Bikes und ihr könnt selber abstimmen und könnt von diesen vier Bikes einem eure Stimme geben, indem ihr da das richtige Smiley auswählt, also so nach hinten muss ich, genau, wenn ich so herge, sieht man es glaube ich besser, könnt ihr rauswählen, wählt ihr raus, je nachdem, wen gebt ihr eure Stimme, wählt das richtige Smiley aus, wählt das richtige Gesicht und dann schauen wir mal, wer am Schluss die meisten Stimmen hat. Ich könnte mal einen kleinen Zwischenstand haben, da passiert jetzt irgendwas Grausliches, wenn ich da jetzt drauf drücke. Ich probiere es mal, ob das funktioniert. Geht das? Also wir haben bis jetzt 25 Daumen rauf, okay, das ist quasi neutral. 20 Stimmen für die MT07, 13 für die SV650, also SV650 im Moment auf Platz 2, MT07 auf Platz 1, auf Platz 3 im Moment die Honda und auf Platz 4 im Moment die ER6. Ich würde jetzt nicht sagen knapp beisammen, ist es aber nicht so, dass es da eine totale Dominanz gibt, aber die MT07 doch deutlich vorne. Danke für die Stimmen bisher, aber ja, macht's noch mit bitte, wäre eine coole Geschichte, wenn wir dann auch ein paar Stimmen mehr zustande bringen. So, jetzt switche ich da wieder rüber und schauen wir uns noch die Preise ein bisschen an. Das ist natürlich jetzt eine wichtige Geschichte und das taugt mir, dass wir hier jetzt heute eine Sendung haben, wo ich endlich mal über Motorräder sprechen kann, die richtig leibend sind, obwohl es nicht viel kosten.
Selbst zum Beispiel hier, ich habe jetzt gleich einmal ein paar Beispiele. Man sieht schon, wo die Preisliste anfängt. Suzuki SVF650 Gladius, 18.000 Kilometer. Ich habe es vorher gelesen, manche Leute fahren 70, 50, 60, 70.000 Kilometer drauf und du hast die eine mit 18.000 Kilometer um 4,9. Einfach kaufen und sorgenfrei 3 Saisonen fahren. Was haben wir noch für preisliche Geschichten? Zum Beispiel, auch ein Wahnsinn, Suzuki-Händler in Deutschland, nagelneu SV650, AL7, das ist ein Modelljahr 2017, trotzdem nagelneu, 76 PS, 6.700. Du kriegst um 6.700 Euro ein nagelneues Motorrad, wo du ganz mal 70.000 Kilometer rauffahren kannst, ohne dass du Probleme hast. Wirklich wunderbar, echt leiwand. Was haben wir noch für Preise da? SV650, 2000 Bikes vor Ort, das kann der Limbecher sein. MT07 in 3 Farben, das ist natürlich auch leiwand. Ah, Modell 2019. Wir sind jetzt hier natürlich in Deutschland, die Österreicher werden jetzt wieder Pipi in die Augen haben. Preise ohne Nummer. In Österreich haben wir unsere Luxussteuer, die Strafweglagereisteuer, die irgendwann mal eingeführt worden ist, um den Reichen, den Gestopften, das Weiße aus die Augen zu nehmen. Und jetzt zahlen wir es alle. Auch die, die sich ein 6.000 Euro Motorrad kaufen, müssen bluten. Ja, ist halt so. Aber hier die deutschen Preise, so macht das natürlich Spaß. Da stehen sie nebeneinander, die wunderschöne Auswahl. Ich persönlich stehe natürlich auf diese Fluo-Räder. Ich weiß nicht, wie sie das sieht, aber wunderbare Auswahl haben wir da. Ja, Peter Kiesinger hat jetzt einen guten Hinweis zur Gladius gebracht. Also beim Tieferlegen habe ich ein eigenes Video bei unserem YouTube-Kanal. Schaut euch das an, weil da gibt es nämlich einiges zu bedenken. Und wenn man die jetzt niederlegt und Schräglagenfreiheit nimmt, das tut dir nicht gut. Schaut sich bitte das Video an, das ich online habe. Tieferlegung am Beispiel einer Z650 habe ich das Video mit Martin Bauer, das alles genau erklärt. Zieht euch das Video bei unserem YouTube-Kanal rein. Ist echt wichtig, weil es wäre echt schade, wenn man diesem tollen Motorrad da die Agilität nimmt und die Reserven nimmt in der Schräglage. Kawasaki R6, war ist auch ein Wahnsinn, 2010er. Man sieht, dass natürlich diese Verlustkurve relativ flach ist. Man hat jetzt zum Beispiel einen 2010er um 5.000 Euro mit 21.000 Kilometer. Ich meine, es ist jetzt 9 Jahre alt und kostet immer noch 5.000. Also die Kurve ist dann relativ flach in dieser Preisliga und so richtig billig werden die dann sehr selten. Ich kann jetzt mal nach Preis sortieren, da sieht man, dass ein paar mit drinnen sind, preisaufsteigend. Was ist er da? Passt. Also zum Beispiel solche SV650, die halt jetzt mittlerweile halt wirklich schon fast 20 Jahre alt sind. Ja, die ist sogar 20 Jahre alt. Kriegt man 1.100. Hier zum Beispiel einen um 1.800, 2.000. R6N auch ab 2.000 Euro, 84.000 Kilometer, 26.000 Kilometer. Man fragt mich immer, wie lang kann man ein Motorrad fahren? Hängt immer davon ab, wie der Vorgänger oder die Vorgängerin drauf war. Japanische Motorräder bei guter Pflege sind jetzt nicht Dinge, die irgendwie eine geplante Obsoleszenz mit drin haben, die irgendwie nach 100.000 Kilometer einfach in 1.000 Einzelteile zerfallen. Solche Dinge fahren eigentlich ewig, wenn Verschleißteile halt immer wieder getauscht werden und irgendwann ist halt auch ein Kolben ein Verschleißteil. Aber es ist absolut kein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel so anschaue, so Motorräder mit 11.000 Kilometer, 20.000 Kilometer, da ist eher die Gefahr größer, dass wenn die solche Fahrzeuge wahrscheinlich gestanden sind da möglicherweise 1-2 Jahre, dass einige Standschäden da sind, dass, da muss man wirklich anschauen, ob da nicht irgendwelche Simmerringe oder Dichtringe leck sind. Das heißt, Fahrzeuge, die über einen längeren Zeitraum nicht bewegt worden sind, sind möglicherweise die schlechtere Wahl als Dinge, die beständig gut gefahren werden. Also das Schöne ist so ein schöner Mix, ein Fahrzeug von jemandem zu haben, der sie laufend gefahren ist, aber nicht wirklich lange. Das wäre natürlich der perfekte Zustand, wenn man das so sagen kann. Aber eine gut gepflegte Maschine mit 30, 40, 50.000 Kilometer ist absolut kein Problem. Und nehmen wir uns einfach hier noch ein Exemplar auf, weil es mir gerade ins Auge sticht. Passt einfach, oder? 3.500 Euro. 3.500 Euro, 40.000 Kilometer, ER6. Das finde ich wirklich schön an dieser Sendung heute. Wir haben hier tolle Motorräder zu einem echt leibenden Tarif. Und man kann sich dann auch, wie soll ich sagen, gut fühlen. Also, du kaufst jetzt hier zum Beispiel diese SV650 da um 3,8 und denkst da, ist ein leibendes Motorrad. Du kannst vom Biker-Café hinfahren und hast ein leibendes Moped. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo ich sage, da haben diese 600er
den 300ern was voraus. Bei den 300ern das mache ich jetzt mal so, dass der gestandene Biker vielleicht so ein bisschen die Nase rümpft und so, oh, ist aber nett. Wohingegen eine 650er SV, da rümpft niemand die Nase, weil das ist ein vollwertiges, leimendes Motorrad. Und da ist für viele schon die Wahl zu sagen, kaufe ich mir eine neue 300er oder eine gebrauchte 600er, 700er und bin gespannt, wie da eure Meinung ist. Postet mal das unten drunter. Eher eine neue 300er oder eine gebrauchte 600er, 700er zum gleichen Preis. Wie ist da eure Meinung zu dem Thema? Weil natürlich, die Fahrzeuge kann man auch alle auf 48 PS drosseln, wenn man das möchte. Matthias Gödi schreibt, seine GPZ von 1986 mit 200.000 Kilometer läuft immer noch, regelmäßige Wartung ist aber Pflicht. Der Martin fragt, MT07 2018 gebraucht für 6.300 oder neu für 7.200? Du, wie soll ich das sagen, es wird bei der Gebrauchten jetzt auch nichts kaputt sein. Wenn du die Kohle hast und es ist okay, dann kauf dir die neue, hast einfach die Freude damit, weil du sagst, das ist ein neues Fahrzeug, nur für dich, noch nie befleckt worden von irgendwem. Aber ansonsten eine ein Jahre alte japanische Maschine ist jetzt auch nicht das, das ganz große Problem, muss ich sagen. Ja. Schauen wir uns noch so aktuelle Fahrzeuge an und dann sind wir eh schon fertig mit der Sendung. MT07, SV650. Ja. Die Auswahl ist halt echt leibend, dass du da in jeder Farbe, in jeder Form, mit, teilweise mit Zubehör, teilweise neu, teilweise gebraucht, was hast. Was ich noch ins Bild jetzt nehmen möchte, abschließend vielleicht, ist die SV650S. Das ist quasi die mit Halbschale, ein echt leibender Sporttourer. Auch eine nette Option. Er hat es jetzt fälschlicherweise als SV650 eingestellt, in der Gebrauchbörse eigentlich zu finden, als SV650S. Und eine Option, wenn man ein bisschen auf, wie soll ich sagen, auf Tourenkomfort einfach mehr Wert legt. Ja, ich würde jetzt zur Startzeit nochmal zurückgehen. Und ich würde jetzt nochmal schauen, wie jetzt das finale Voting von eurer Seite aus war. Ich schaue da nochmal kurz her. Es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute mit online. Ich würde das nächste Mal, das hat jetzt ganz gut geklappt, das am Abend machen, dann haben wir mehr Zuseher, dann kriegen wir mehr Stimmen. Aber schauen wir uns einfach mal an, wie diese Abstimmung ausgegangen ist. Also, wir haben da jetzt, ich zähle jetzt die Stimmen, wir haben jetzt im Moment 6 Stimmen für die Kawasaki ER6, wir haben 10 Stimmen für die Honda CBF, wir haben 14 Stimmen für die Suzuki Gladius und der Sieger, ich muss sagen, ich habe es mir gedacht, keine Überraschung, bei eurer User-Abstimmung hier, 24 Stimmen für die Yamaha MT-07. Und die Erfahrung zeigt, ich habe solche Abstimmungen schon öfters gemacht, immer wieder mal, wir haben dann teilweise 2.000, 3.000 Stimmen gekriegt und es hat sich das Verhältnis fast nicht verändert. Also wenn du so eine Handvoll Stimmen hast, ich sage mal so wie jetzt, so 60, 70, 100 Stimmen, dann ist es eine Tendenz, die nicht wirklich mehr sich ändert. Es ist nur so, wie das verändert werden kann, ist jetzt so, dass jetzt, wenn jetzt zum Beispiel einer in eine geschlossene Gruppe zum Beispiel den Link reinpostet zur SV650-Gruppe und der schafft da jetzt 100 Fans rüber, die da jetzt reinliken, na, dann kann man das, diese Kurve da verändern. Aber im Moment ist es so und ich glaube, egal wie lange wir jetzt noch weiter streamen, es wird die MT-07 gewinnen. Sie hat schlicht und ergreifend alle Ingredienzen für einen Kassenschlager und für einen Winner. Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis, einen guten Preis, trotzdem aber eine freche, charismatische Optik, einen frechen, charismatischen Motor. Und das macht sie, glaube ich, zum würdigen Sieger, zur würdigen Siegerin für diese erste Sendung. Viererblock, 600er Nippon Naked Bikes, die Sendung, in der ihr den Sieger bestimmt habt. Die Yamaha MT-07, taugt man, dass ihr das mitgemacht habt. Trotzdem, die anderen drei Bikes, wunderbare Alternativen. Ich glaube, wir haben es gemeinsam gut charakterisiert. Hat wunderbar funktioniert, der ganze Stream. Ja, ich möchte mich jetzt verabschieden hier. Ich versuche das jetzt alles irgendwie zu stoppen, mal schauen, dass ich es zusammenbringe. Andrea, Kevin, Philipp, danke, dass ihr mitgemacht habt, danke, dass ihr zugeschaut habt. Thomas, schön, dass du mit dabei warst. Wir werden dann die nächste Sendung hier auf Facebook wieder ankündigen, können wir wieder gemeinsam diskutieren über die Fahrzeuge und auf YouTube kann man sich dann in einer bisschen besseren Qualität anschauen. Da habe ich dann eine höhere Auflösung und da kann man das noch einmal Revue passieren lassen. Danke, tschüss und Baba und jetzt versuche ich das da irgendwie, ja, stoppen. Tschüss, meine Lieben. Ciao.